keine Ahnung, was ich vorhatte. Oder eher. Ich denke, man sollte mir so langsam auch ein bisschen Müdigkeit ansehen. Aber nach 5 Stunden Diablo darf man das, denke ich, auch ein bisschen sein, ein bisschen müde. Aber meine Nase hier noch streikt, oder was? Höchste Platte. Ich komme nicht mehr weg. So, jetzt sind es noch 6 Minütchen. Dann haben wir die 5 Stunden geknackt. So, 55,5 haben auch. Erneut, Entschuldigung. Oh, ich muss meine Beine wieder ausstrecken. Das lange Sitzen ist echt. Irgendwann kommt so der Punkt, da hast du echt. Puh. Probleme damit. Na. Infektus, der Horror. Bleib stehen, Infektus. Das ist irgendein XP-Schrein oder so. XP um 25% erhöht. Ja. Fast Level 56. Fast, fast, fast. Schleppt sich aber auch gerade ein bisschen durch diese schlechten Rift hier. Weil man so viel Wegstrecke hat, wo nichts passiert. Ah. Ja, wir haben noch relativ früh, aber ich bin auch schon relativ lange wach. Fast 24 Stunden mittlerweile. Und da kann das schon mal passieren. Dass man so ein bisschen rumgähnen muss dann. Sechsundfünfzig.
Level 56. Das ist aber echt ein Scheißwurf hier gerade. Total. Ich rutsche hier mal ganz weit im Stuhl runter gerade. Total weitläufig, total wenig Gegner auf einem Fleck. Also, das ist gerade echt nicht der beste Wurf. So, da haben wir es geschafft. Nur wenn ich schreibe, sterbe ich fast. Faszinierend. Ich glaube, der nimmt das gar nicht so ernst. Nee, ich muss schon sagen, also ich zum Beispiel den letzten Livestream, den ich lange gesehen habe, war der letzte von Gronkh. Und der streamt ja dann wirklich auch da extrem lange. Der streamt ja teilweise dann von abends um 6, freitags um 6 oder so, streamt der bis samstags morgens früh irgendwann, keine Ahnung, also irgendwie 12 Stunden fast oder so, keine Ahnung wie lange. Und das ist schon echt extrem. Wenn ich mir überlege, dass es Leute gibt, die schon 24 Stunden Livestream gemacht haben, dann größten Respekt vor den Leuten, die in 24 Stunden Livestream wirklich komplett durchgezogen haben, ohne jetzt eine Stunde Pause oder so dazwischen, sondern wirklich durchgezogen haben, immer mal so zwischendurch ein bisschen Pause gemacht haben, natürlich muss man ja, aber jetzt keine so riesigen Pausen. Dieser Wift hier ist scheiße. Ich bin froh, wenn wir hier fertig sind. Der ist total weitläufig und total ineffizient. Ich bin tot. Mal wieder. Umso später es wird, umso öfter sterbe ich. Sieht man auch gut dran, wie anstrengend das hier ist. Hat schon fast nichts mehr mit spaßigen Zocken zu tun hier. Das ist fast schon Arbeit. Und blöd, dass es sich anhört. Echt fast schon Arbeit. Ich wurde getroffen. Das kann ich leider nicht tun. Warum nicht? Ah, jetzt kannst du es tun. Okay, mal ein paar Münsterchen. Und dann kommt endlich der Portallord. Dass es hier auch kein Auto angibt. Ach ja. Mega anstrengend, sage ich euch. Mega anstrengend.
Hack and Slay, that's the only way to kill evil demon. Evil demon, that's his destiny, demon semen. Hack and Slay, that's the only way to kill Diablo 3. And after all, we are fucking free. We are free. We are fucking free. Wenn ich weiß, was das ist, der gibt ein Jan Hegenberg Hack and Slay. Ah, ich muss was trinken. Eigentlich müsste ich mir noch einen Kaffee machen. Was von diesem köstlichen Getränk hier tut es auch. Blutsplitter. Gott sei Dank. Hoffentlich kommen wir gleich nicht nochmal in den hier. Ey, ey, meine Beine, Leute, meine Beine. Das ist gerade im Moment echt das Schlimmste, die Beine. Einfach die ganze Zeit so, ja, keine Ahnung, wie man das sagen soll. Einfach nur sitzen und die Beine haben wirklich null zu tun. Aber wirklich gar nichts zu tun. Einhand, seltener Speer. Nehmen wir. Einhand, seltener Speer. Ich verstehe halt nicht. Nicht das jetzt in die Hand tue. Im Vergleich ist 14.000. 13.000, okay, dann habe ich endlich mal mehr. Wenn ich das jetzt hier rein tue, habe ich auch 13.000. Okay. Zweihand. Wenn ich die jetzt mal wirklich hier drin lasse, einfach. Einfach just for fun. Einfach mal ausprobieren, wie es sich so mit den Waffen spielt. Ich behalte mal die Schilde. Schildis. Steck die mal hier in die Truhe rein. Und wie das andere Zeug alles. Wobei... brauchen wir gerade zwei hiervon. Und ein neues Netherlamp-Portal. Wo führt es denn hin? In eine Höhle? Magistratslauf. Ob das so gut ist, weiß ich auch nicht, aber okay. 57 sind wir schon mal. Am 60 kommen wir ja in Qual. Schwierigkeitsstufe, Qual. Ob das so einfach funktioniert, habe ich allerdings nicht mehr in Erinnerung. Kann natürlich auch dieses Addon alles ganz anders sein als letztes, diese Season alles anders sein als letztes Season, deswegen kann man das nicht so genau voraussagen jetzt, ob es sich gleich lohnen wird, in Qual zu gehen oder ob